Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen was für unsere Rumpfstabilisierung machen können, für unseren Rücken und unseren Bauch. Wir machen wieder ein kurzes Warm-up zum Start, so 4, 5 Minuten, und arbeiten uns dann langsam auf den Boden. Ihr braucht auch wie heute wieder nur eine Matte oder ein Handtuch, einfach eine bequeme Unterlage, wo ihr euch nachher drauflegen könnt. Ich würde sagen, wir starten mit dem Warm-up. Die Lea unterstützt mich heute wieder, wenn irgendwas sein sollte. Wie gewohnt, Feedback kurz über den Chat. Alles klar, los geht's. Wir beginnen zunächst mit dem Warm-up. Marschieren jetzt. 4, 3, 2, V-Schritt. Erstmal mit rechts beginnen, nur mit rechts. Über die Ferse langsam abrollen. Nehmt die Arme mit. 4, 3, 2. Linke Seite jetzt. Die Arme langsam in Bewegung bringen. 4, 3 noch. 2, 2 Zeiten rechts. Und wechsel. Wechsel jetzt. Einmal noch. Und Single Time. Auf geht's. Noch 7 mehr. 6. Noch 5. 4 noch. 3. 2. Und nur rechts. Wir nehmen die Arme oben dazu. Einmal hoch die Arme. Einmal Wiederholung. 4, 3, 2. Linke Seite hoch. Sehr schön. Streckt die Arme. Spannung. 2 noch. 2 Zeiten. Auf rechts. Wechsel links. Wechsel. Und wechsel. Single Time jetzt. Sehr schön. Spannung halten. 4 noch. 3. 2. Step Touch jetzt. Wir wechseln einmal zur Seite nach außen. Und werden etwas dynamischer. Gehen zum Boden. Und die Arme, Spannung. 7 mehr. 6, 5, 4 noch. 3 mehr. 2 und Step Touch jetzt. Wir öffnen uns langsam zur anderen Seite. 4, 3 mehr. 2 noch. Und gehen tief. Dynamischer werden die Arme dazu. Einmal tief nach unten. 4, 3 noch. 2 mehr. Und Step Touch zur Seite. Sehr schön. Wir beginnen langsam mit der ersten Übung. Wechsel einmal nach außen. Schaut, dass ihr ein bisschen Platz um euch herum habt. Wir gehen in die Standwaage. Das heißt, einmal das linke Bein leicht anwinkeln. Ihr könnt euch verschiedene Höhen aussuchen, je nachdem, wie gut es klappt. Einmal halten. Diagonal mit den Armen. Lang machen. Und wir arbeiten. Rechts und links im Wechsel. Lang machen. Konzentrieren. 2 noch. Langsam lösen. Doppelt schulterbreit aufstellen. Arme nach oben öffnen.
Spannung und wir gehen tief hoch. Tief und hoch. In den Latzug hoch und ab. Halten tief jetzt. Kleine Pushes unten. 4, 3, 2. Letztes Mal hoch und tief jetzt. 8, 7, 6. Noch 5 mehr. 4, 3, 2. In die Standquake zurück. Anderes Bein. Ihr habt immer eine Schokoladenseite. Wenn ihr wackelt, umfallt, kein Problem. Einfach dann wieder einsteigen. Ist nicht so einfach die Übung. Wir kommen. Einmal in die Grundhaltung und beginnen. Rechts und links. Schön lang machen. Die Füße müssen mitarbeiten. Der ganze Körper ist im Einsatz. Zwei mehr. Und löse. So. Wir gehen noch einmal in unsere Position. Arme wieder nach oben öffnen. Schön die Spannung halten. Wir gehen tief und hoch. Schön nach unten ziehen. Spannung halten. Kleine unten jetzt. Schön tief ziehen. Vier, drei, zwei, wir gehen hoch. Noch 7 mehr. 6, 5, 4 noch. 3, 2, 1 und kurz entspannen. Eine Runde haben wir noch. Wieder einmal das andere Standbein anwinkeln. Lösen vom Boden und wir legen los. Langstrecke. Zwei noch. Und lösen. Auch hier kurz die Beine ausschütteln. Die Füße krampfen schon richtig. Die müssen schön mitarbeiten. Wir gehen noch einmal. Doppelschulterbreit. Gewicht auf die Fersen. Und wir ziehen tief. Ein- und ausatmen. Sehr schön. Langsam hoch und tief. Noch 7 mehr. 6, 5, 4 noch. 3, 2. Kleine Pushes unten. Auf geht's. Am untersten Punkt. Vier, drei, zwei, hoch und tief. Die letzten 4, 3, 10, 2 noch und wir lösen. Schulterblätter schön entspannen. Einen haben wir noch von den bösen Übungen. Wir gehen mit der anderen Seite in die Standwaage. Und los geht's. Ziehen. Konzentrieren. Lang machen. Und zwei mehr.
und wir lösen. Wie gesagt, die Füße müssen schön ausgleichen, mitarbeiten, auslockern. So, wir gehen das erste Mal auf unsere Matte in die Ausgangsstellung. Einmal lang machen. Ich zeige dir erstmal die Übung. Wir gehen ins Dach, lang nach hinten, greifen einmal rechts und einmal links zum anderen Bein. Okay, los geht's. Lang machen nach hinten, rechts und links. Lang nach hinten, in die Ausgangsposition und wieder Becken nach hinten schieben. Sehr schön, immer wieder in die Ausgangsstellung zurückkommen, gerade und wieder öffnen. Becken schiebt zurück. Zwei haben wir noch. Ausgangsposition. Wir gehen langsam tief und machen uns lang nach hinten. Die Hände nach vorne schieben, wir schauen zum Boden. Sehr schön. Wir kommen einmal nach vorne mit dem linken Bein. Beide Hände direkt auf der Höhe absetzen. Bein hinten anheben. Aufrichten. Und wir gehen mit dem hinteren Bein hoch und tief. Tief und hoch. Tief und hoch. Schön den Hüftbeuger dehnen. Lang machen. Wir setzen ab, wechseln die Seite. Auch hier beide Hände neben den vorderen Fuß. Hinten aufstellen. Brustbein etwas nach vorne schieben. Wir gehen hinten tief und hoch. Tief und hoch. Langsam. Zweimal mehr. Komm wieder in unsere Ausgangsstellung und beginnen einen Zyklus von vorne. In das Dach schieben, Schulterblätter zurück. Rechts. Und links. Ich muss mal kurz. Mein Headset hat sich verabschiedet. Wir machen das einfach mal so. Langsam wird's warm. Lang machen in Ausgangsstellung und wir öffnen die Hüfte nach oben. Zwei mehr. Und wir gehen wieder nach hinten, langsam tief und machen uns ganz lang. Fingerspitzen nach vorne schieben. Nach oben kommen. Zunächst wieder das linke Bein nach vorne. Wir gehen hinten hoch. Hinteres Bein geht hoch und tief. Sehr schön. Zwei mehr.
Und langsam die Seite wechseln. Hinten das Bein wieder hoch. Beide Hände haben vorne die Höhe vom Fuß. Und wir beginnen hoch und tief. Sehr schön. Letztes Mal. Einmal ablegen. Wir gehen einmal in den Stütz. Grundposition einnehmen. Wir halten zunächst 20 Sekunden. Und beginnen dann langsam einmal auszudrehen. Das Knie Richtung Ellbogen ziehen. Zwei noch. Und der letzte. Ganz entspannt. Wieder nach hinten lösen. Wir machen uns ganz lang. Gehen einmal zur Entspannung auf die Matte, nehmen beide Hände nach vorne, Fußspitzen auf den Boden, Kopf ist gerade, Kinn, Nacken, eine Haltung und wir heben nach vorne ab. Machen uns ganz lang, die Arme sind jetzt kurz über den Boden. Okay, wir machen kleine Bewegungen. Der Holzhacker. Popo ist angespannt, Fußspitzen angespannt. Vier noch. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Sehr schön. Wir gehen in den Unterarmstütz zurück. Einmal lang machen, in die Grundposition, Planke, haben wir ja schon die letzten Male geübt, und halten. Auch hier wieder knapp 20 Sekunden, bevor wir mit den Schrägen anfangen. Sehr schön, wir beginnen langsam, nach außen das Bein einzudrehen. Acht Stück insgesamt. Zwei noch. Und langsam wieder nach hinten lösen. Und lang machen. Wir kommen nach vorne. Gehen wieder in die Bauchposition. Fußspitzen in den Boden pressen. Popo anspannen und beide Arme nach vorne. Achtet auf eure Halshaltung. Wir kommen leicht nach oben. Erst zunächst halten. Und wir beginnen mit den kleinen Pushes oben. Wir machen den Holzhacker. Auf geht's, noch 8, 7, 6, 5, die letzten 4, 3, 2 und lösen. Sehr schön, wir bleiben gleich liegen. Bevor wir nochmal den Bauchmuskeln uns ein bisschen widmen. Eine letzte Übung. Ihr habt ja letzte Woche leider nicht so viel mitbekommen.
Wir nehmen beide Arme nach außen. Auch hier wieder Oberkörper leicht abheben und mit großen Kreisen arbeiten. Die Kreise immer weiter nach oben. Vergrößert. Und wieder verkleinert. Schaut weiterhin zu Boden. Wir werden wieder kleiner mit den Kreisen. Und komplett entspannen. Sehr schön. Einen haben wir noch. Dann gehen wir einmal auf den Rücken. Wir nehmen nochmal beide Arme nach außen. Oberkörper anheben. Und beginnen mit den kleinen Kreisen wieder. Halswirbelsäule gerade lassen. Blick auf den Boden. Wir werden größer mit den Kreisen. Ihr könnt auch ruhig mal die Richtung drehen, wenn das angenehmer ist. Und wir werden wieder kleiner. Sehr schön. Und langsam ab. Wir kommen jetzt langsam zum entspannten Teil, legen uns einmal auf den Rücken. Einmal beide Beine 90 Grad anwinkeln, beide Hände einmal fest gegen die Oberschenkel pressen, Bauchmuskeln anspannen und wir halten. 10 Sekunden noch. Schön fest drücken, so fest es geht, gegen die Oberschenkel. Und lösen. Das gleiche einmal. Rechte Hand drückt gegen das linke Bein. Diagonal. Auf geht's. Schön den Druck ausüben. Bauchmuskeln anspannen. So fest drücken, wie es geht. 10 Sekunden noch. Und lösen. Wir wechseln die Seite. Linke Hand drückt gegen das rechte Knie. Und los geht's. So fest wie es geht. 10 Sekunden noch. Bauchmuskulatur zittert, ist egal. Halten. Und lösen. Sehr schön. Zur Entspannung. Beide Schultern einmal auf dem Boden liegen lassen und wir gehen mit den Füßen im 90-Grad-Winkel links und rechts. Einmal noch. Wechseln nochmal nach oben, beginnen wieder mit den geraden Bauchmuskulatur. Drückt so fest, wie es geht, gegen die Oberschenkel, beide Hände links und rechts. Okay, 8 Stück mehr. Und lösen. Rechter Arm, linkes Bein. Jetzt auf geht's. Pressen. Bauchmuskulatur anspannen. Schön atmen dabei. 10 Sekunden noch. Und lösen. Wechsel. Letztes Mal. Einmal linke Hand drückt gegen das rechte Knie. So fest wie es geht. 10 Sekunden. Bauchnabel Richtung Boden pressen. Alles ist angespannt. Aktiv. Bein gegen Bauch. Beziehungsweise gegen die Hand drücken. 10 Sekunden noch.
4, 3, 2 und löse. Auch hier wieder schön entspannen, Beine 90 Grad anstellen und wir wechseln rechts und links. So, wir kommen mit dem Bein nach oben. Nehmen vorher hier unten unsere Hände unter den Po-Ansatz. Sehr schön. Nur so weit nach unten gehen, dass ihr merkt, der Rücken berührt noch komplett unten den Boden. Halten. Okay, 4, 3, 2. Wir richten langsam den Oberkörper dazu mit auf. Noch ein kleines Stück nach unten gehen, immer so weit, dass der Rücken unten auf dem Boden bleibt. Vier, drei, zwei und lösen. Sehr schön. Wir nehmen beide Hände an die Schläfe, beginnen einmal rechts diagonal mit dem Knie zu arbeiten, hoch und tief. Und langsam zwei Zeiten jetzt. Hoch und ab. Eng zusammenziehen, Hand langsam bzw. Knie gegen Ellbogen und kleine Pushes am höchsten Punkt. Wir lösen, wechseln die Seite, beginnen erst auch hier einmal diagonal mit den Singles. Hoch und ab. Am höchsten Punkt Spannung halten. Sehr schön. Bauchmuskeln anspannen. Zwei Zeiten jetzt. Wir gehen hoch und ab. Hoch und ab. Und halten am höchsten Punkt. Kleine Pushes oben. Vier, drei, zwei und lösen. Auch hier wieder. Beide Beine aufstellen, 90 Grad Winkel. Wir dehnen rechts und links. Sehr schön. Nochmal, beide Hacken ran. Wir gehen ein letztes Mal mit dem Oberkörper hochhalten in der Spannung, statisch. Einmal beide Hände nach vorne. 4, 3, 2. Langsam vorziehen. Kinn ist etwa eine Faustbreit über dem Brustbein. Die letzten 4, 3, 2, 1. Und am höchsten Punkt halten und kleine Pushes nach vorne. Die letzten 4, 3, 2 und wir lösen. Entspannt ablegen. Wir nehmen einmal das rechte Bein nach oben,
sie langsam ran. Und wechseln die Beinseite. Sehr schön. Langsam den Oberschenkel Richtung Oberkörper ziehen. Lösen. Beide Beine nochmal nach oben locker umfasst halten. Und ein bisschen hin und her schaukeln. Schön gemütlich nochmal den Rücken entlasten. Wir nehmen ein Bein runter und kommen langsam nach oben. Langsam aufstehen. Gehen nochmal doppelschulterbreit auseinander. Atmen tief ein und aus. Tief ein und aus. Einmal oben halten und wir gehen einmal nach links. Schön lang strecken, nochmal die Seite öffnen, lösen und Seite wechseln. Entspannen. Komm langsam zusammen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.